Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Leica Geosystems, Bühler und der Mikrogenossenschaft Ostschweiz. 6 studierende Teams sind im Rennen um den WTT Young Leader Award 2022. Aus 45 Praxisprojekten an der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind sie als die Besten nominiert. Teams haben über mehrere Monate an echte Aufträge von Unternehmen aus der Region geschaffen. Jetzt geht es um die Auszeichnung in den beiden Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Frische Brötli, Zöpfe und Patisserie. Alles in Handarbeit geformt, geflochten und gold. Die Lichtensteiger Knusbäckerei legt grossen Wert aufs Handwerk bei ihren Produkten. Das Familienunternehmen aus Flawil ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Zum Betrieb gehören mittlerweile 9 Läden und 2 Cafés in St. Gallen und Umgebung. Unser Fokus liegt auf dem traditionellen Handwerk. Und die Herausforderung in der Zukunft, den Wandel der Zukunft können wir gestalten als Unternehmung. Und wir haben dafür ein Instrument gesucht, das uns laufend begleiten, um unsere Vision und Ziel zu erreichen. Durch das Wachstum ist die Lichtensteiger AG Bäckerei mit neuen Herausforderungen außerhalb der Backstube konfrontiert. Sie hat darum Studierende von der Ostschweizer Fachhochschule beauftragt, eine rollierende Strategie zu entwickeln. Unsere grösste Herausforderung war, dass wir eine Strategie schaffen, die realistisch ist und die das Unternehmen auch gut implementieren kann. Und diese Herausforderungen haben wir probiert zu meistern, indem wir Workshops veranstaltet haben, um so die Meinung der Kundschaft abzuholen und so zusammen an Ideen zu arbeiten können und die auch zu generieren. Wir hatten sehr viel Freiraum, wenn wir die Strategie entwickeln wollen. Und das war extrem lässig, weil wir ein bisschen experimentieren konnten und zum Beispiel mit einem Franchising-Konzept, das wir vorgeschlagen haben, auch dürfen etwas bisschen mutigeres vorschlagen und trotzdem etwas, das umsetzbar ist. Das Projektteam hat die Freiheiten genutzt und Strategiemassnahmen für verschiedenste Geschäftsbereiche entwickelt. Mit dem vorgeschlagenen Franchising-Modell könnte die Lichtensteiger Bäckerei ihr Filialnetz mit weniger Kosten ausbauen. Unter anderem haben die Studierenden auch eine Verkleinerung des Sortiments und eine CO2-neutrale Produktion vorgeschlagen. Unser Kern ist das Handwerk und an dem ist das Einzige, was nichts dürfen rütteln oder hinterfragen oder ändern. Unser Ziel war, das Handwerk und mit einem Unternehmertum zu verknüpfen. Und das bedeutet genau das Resultat. Die Strategie, die rollierende Strategie, wird uns als Unternehmen massiv fördern und weiterbringen und somit die Zukunft begleiten. Schon Anfang nächstes Jahr wird der Urs Lichtensteiger die neue Strategie anfangen umsetzen. Möglich ist das dank der detaillierten Planung des Praxisprojektteams. Also das Bemerkenswerte an dem Ergebnis ist, dass durch die Zerlegung in Teilschritte die Lichtensteiger AG befähigt wird, die Strategie hier und heute zu implementieren. Und ich bin davon überzeugt, dass dadurch am Ende des Tages Wettbewerbsvorteile für die Lichtensteiger AG entstehen werden. Auch das Projektteam liegt gut im Wettbewerb. Mit ihrer Arbeit sind sie für den WTT Young Leader Award in der Kategorie Management-Konzeption nominiert. Ich denke, wir hätten es verdient, den Young Leader Award zu gewinnen, weil wir durch unsere Vorgehensweise ein sehr realistisches Projekt für das Unternehmen geschaffen haben. Wir haben ein positives Feedback von der Kundschaft bekommen und wir würden uns natürlich sehr über einen Gewinn freuen. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2022? Die Preisverleihung findet am Montag, 26. September, in der Tonhalle St. Gallen statt. Mit Gästen aus der Ostschweizer Wirtschaftswelt und am Award-Referat von Joe Dietrich. Wie tickt Generation Z? Der WTT Young Leader Award, präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Sulletaler Recycling, Bauwerkparkett und der St. Galler Stadtwerk.